Demonstration wird einer niedergebrüllt, der hat die Schmerzen. Aber die Figuren, die du da ausdenkst, die werden so sein, wie du dir die ausdenkst. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Du bist hier am Cancun und auf der anderen Straßenseite beim Lena drüben prügeln sich welche und einer kriegt dann in die Fresse und steht blutüberströmt auf deiner Fahrerbrille, realisiert. Der hat jetzt hundertprozentig Schmerzen. Es sind aber alles deine Informationen. Es sind nur Definitionen und du gehst umso mehr deine Logik definiert, es ist echt. Aber die Ausgangsbasis ist die gleiche, aber wenn es auf der Fahrerbrille ist, dann bist du komplett in der Vergessenheit, weil das ja so echt ausschaut. Wie oft sage ich immer wieder, schau dich ja mal um, das kann doch nicht alles in mir drin sein. Ich sage ja, deine eigene Logik schreibt dir vor, dass es in dir drin sein muss, weil wenn es in deinem Gehirn nicht drin ist, siehst du es sowieso nicht. Wenn du jetzt sagst, da kommt irgendwas von außen, die Lichtstrahlen, die noch nie einer gesehen hat, zeig mir Licht, der Laserstrahl, Rauch, ich will es da nicht. Du musst nur genau werden, du musst nur genau werden. Und das soll jetzt, selbst wenn jetzt Physiker sind, die ich mir jetzt denke, die natürlich auch so sein müssen, wie ich sie mir ausdenke, da gibt's nichts zu diskutieren, weil ich rede von dem, was jeder 13-Jährige hier und jetzt sofort nachvollziehen kann, diskussionslos, es ist ja so, geh nur mein Gedankengang mit. Ja. Der Erste behauptet nur Sachen, wo sofort überprüfbar sind und alles, was deine Logik dir einredet, was du feststellst, du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Wie willst du wissen, ob dein Kopf da ist, wenn du nicht an den Kopf denkst? Drum muss man das wiederholen, man hört es, du gehst mit, es ist logisch. Aber dann wieder im Alltag, du stürzt ab, du wirst wirklich vom Teufel geritten. Ne? Und wir wissen das. Und darum ist einmal der Sprung, zuerst einmal das geschehen lassen und in eine wertfreie Beobachtung reingehen. Die Veränderung, das ist so einfach mal hinnehmen, diese zwei Seiten jetzt, dass ich keine Freiheit habe. Also wenn ich als Udo was zum Sagen hätte, meint ihr, dass ich mir den Arsch da mutfußlich rede, tausende Male und abertausende Male selber erzähle, wenn ich eine Freiheit hätte? Ich rede jetzt mal ganz als bewusster Gedanke von mir selber. Meinst du, meine Hände haben irgendwie eine Möglichkeit, jetzt, ob ich da jetzt hier reinlang, Finger reinstecke in den Arsch? Die werden das machen, was ich ihnen tun lasse. Das ist ein Dasein-Müssen, wie die Figuren in einem Traum. Und dann diese Rechthaber, und das sind die Fehler, das sind deine Spiegelbilder, das ist jetzt der große Witz, alles, was ich andere vorwerf, die sind Spiegelbilder von mir. Es ist natürlich die Irre, dass ich die Spiegelung nicht begreife, dass ich ja der Gute bin. Und ich sage immer wieder, das Trügerische ist es, dieser Spiegel. Wenn du lächelst, lächelt der Spiegel, sage ich immer. Aber der Einfache, wenn du die Einseitigkeit hast, ist es so, dass das jetzt einmal rein symbolisch, das heißt, wenn du lächelst, heulst. Wenn du heulst, lächelt es. Macht im ersten Moment keinen Sinn, ist aber folgendermaßen, dass jedes Mal, wenn du dich über was aufregst, ich bin ja der Gute, ist dir gar nicht klar, dass diese Aufregung, das ist, wie kann das, diese Hater, habt ihr mal, wenn du jetzt ins Internet gehst, ist es nicht, was sind es nur noch für Menschen, die sind ja sowas von verrot. Das ist, wie böse die sind. Wenn ich jetzt so reagiere, merke ich eigentlich gar nicht, dass ich doch ein Hater bin. Weil ich doch diese Hater kritisiere, das ist mein Spiegelbild. Weil ich ja der Gute bin und die sind ja diese Boshaftigkeiten, all das ganze Zeug, das ist mein Spiegelbild. Wir machen unseren Chat. Dann haben wir zuerst einen Ugur, dann haben wir Ruth jetzt, dass irgendwann irgendwas, es ist kein Vorwurf gegen irgendjemanden. Und da sind jetzt einige, jetzt geht es schon wieder los und bla 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 und du merkst gar nicht, dass du doch derjenige, was ist eigentlich? Siehst du, was eigentlich da ist? Wie weit ist in dir noch, dass du, wenn du einen Namen liest, dass da vorher einer das reingestellt hat und der daran schuld ist, dass das da drin steht, was du träumst? Es ist immer schön, wenn man Schuldigen hat. Mein Astrologiebeispiel. Wenn ich schaue, fühle mich scheiße, ich gehe Horoskop machen, oh, scheiße Konstellation. Ich sage, ich muss doch nicht nachschauen, es geht nur darum, dass ich einen Schuldigen habe. Ich heul, dann schaue ich nicht in den Spiegel, so, ich habe ja das Spiegelbild, ist schuld, dass ich heul. Das wird keiner machen. Ich merke, dass ich mich scheiße fühle und dann muss ich nicht in den Spiegel schauen. Aber wenn ich mich an den Computer hinsetze und stelle plötzlich fest, da ist ja eine scheiß Konstellation oben, das ist dein Spiegelbild, das Siderische ist ein Spiegelbild deines Charakters. Das ist nichts anderes. Ich fühle mich ja scheiße, bloß jetzt kann ich sagen, das ist schuld dran, dass ich mich scheiße fühle. Das ist wie wenn ich sage, das Spiegelbild, der heult, drum heul ich. Das ist ein sehr ungewohntes Denken. Aber das ist eigentlich das, was ist, wenn du mal ganz ehrlich bist. Das ist wie wenn du sagst, was ich jetzt will als Esther. Es ist nie deine Meinung. Deine ganzen Meinungen, was dir gefällt, was du schick empfindest, es ist ein Anpassen, man will dazugehören.
Sag mir, was du glaubst und ich sag dir, wer du bist. Sag mir, mit welchen Menschen du dich in deinem Alltag untergibst und ich sag dir, was die Themen sind, die in deinem Kopf rumspringen. Was du wünschst, was du ablehnst. Und jetzt, wenn du in die Gruppen reinschaust, wo ich sag, ist in dieser Einheit wieder Uneinheit, weil wir brauchen immer ein Gegenteil. Ob du jetzt in die Rechten reinschaust, gibt's dann von den Rechten gibt's halt auch wieder. Die sind in der nach außen, postuliert jede Gruppe geschlossene Einheit. Und wenn du reinschaust, sind nur Machtkämpfe und Streitereien in allen Parteien. Und man versucht, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt. So denke ich mir das jetzt zumindest aus. Dieser schöne Satz hier auch in der Wissenschaft, dass wir setzen auf Wachstum, so unendlich viel Geistlosigkeit. Der Wahn, wie soll das weitergehen? Jetzt dieses ganze Verschieben von Problemen auf die Nachgenerationen, das mit Holofilling alles wegfällt, weil morgen gibt es kein Freibier. Musst du dich ja nochmal aufringen, in dem Moment, wo du die vollkommene Sinnlosigkeit durchschaust, war das für dich uninteressant. Und damit öffnest du die Möglichkeit, dass wirklich was Neues in dir auftaucht. Aber das wird einer, der nur logisch bleiben will und permanent Angst vor einer Veränderung hat in einem Bereich, den du jetzt nicht erreichst. Das ist diese Basic-Logik, die niemals Windows zulassen wird, weil das höhere System immer unlogisch erscheint. Was ich sehr selten mache, ich zitiere jetzt mal H.P. Kerkeling. All die Hasen wissen das, ich habe das auch gesagt. Ich mache jetzt einfach Geschichte, Märchengeschichte, aber das wäre jetzt für Normalen, ist das natürlich einer da außen. Und der war mal in einem Interview, der ist ja hochintellektuell, jetzt nicht nur der Spaßvogel. Und da weiß ich noch, da ist er 45, glaube ich, oder ist er wann? Jetzt ist er ja 2, in wann Alter wird er jetzt sein? Jetzt ausgedachterweise natürlich. Und dann in dem Interview erzählt er von seiner Jugend, er ist ja bei seiner Oma aufgewachsen. Und dann sagt er, mein absolutes Feindbild war immer mein leiblicher Vater. Und ich sagte, ich habe so gelitten unter meinem Vater und dann bin ich 16, weil ich sagte, ich war nie wie mein Vater. Ich war niemals wie mein Vater. Der muss Eigenorden gehabt, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und dann sagt er, dann werde ich 35 und dann beobachte ich mich so in einer totalen Selbstehrlichkeit und ich entdecke Marotten bei mir, dass ich zu mir sage, habe in den Interview, war seriöses, normales Interview, habe, pass auf, du wirst wie dein Vater. Merkst du das nicht? Du wirst wie dein Vater. Und dann sagt er zu der Däume, zu der, die ihn interviewt hat, und ich sage ihnen, jetzt bin ich 45, ich bin noch schlimmer wie er. Meine Mutter hat immer gesagt, bei meinem Bruder, der hat es nicht gestohlen. Der hat es nicht gestohlen. Jetzt haben wir natürlich jetzt immer auch beim Schwamminhalt, wie ich sage, da ist ja noch der Schwamm und der Inhalt. Selbst den Schwamminhalt kann man austauschen. Wenn ich das Baby jetzt, dich, wie er als Baby genommen hätte, du weißt, du kennst mein Schwammbeispiel, ja. Ob du in Indien dein Glaube, du wirst in den Spiegel schauen, bist du komplett dasselbe. Das ist bei Ich bin du, heißt es, wenn ich hier in Rom, wenn du groß wirst, dann bist du mit ziemlicher Sicherheit der Katholik. Wenn du in Indien groß wirst, bist du wahrscheinlich hier irgendeine Strömung vom Hinduismus. Da habe ich jetzt erst, wir waren da bei mir, wen habe ich das gezeigt, was ich jetzt gar nicht mehr, in Udo, glaube ich, habe ich dir das Udo gezeigt mit dem Hinduismus, der ist nicht da. Wo ich erklärt habe mit den Sprachen, dass das gar nicht funktionieren kann und wo er dann sieht, die Zahlen, zur Zeit gibt es 745 verschiedene Sprachen in Indien, die so indisch, die so unterschiedlich sind wie in Europa, Finnisch und Französisch und Türkisch und was du alles hast. Indisch halt, hinduistische Strömungen. Und das ist auch interessant, aber das gehe ich jetzt, habe ich, was wichtig ist, sind die Religionen. Und dann hätte es ihn fast wegflasht, dass also hier in Indien, also die große Masse sind Hindus, die sich aufteilen und dann, dass ich nicht lüge, glaube ich, 6% sind Christen und 3% Buddhisten. Viele verwechseln Indien mit dem Buddhismus. Es gibt in Indien wesentlich mehr Christen wie Buddhisten. Da gibt es fast keine Buddhisten. Ist verrückt, ne? Was man alles so weiß, wenn man das erste Mal hört, habe ich aus das Buch heraus. Ich habe es nicht erzählt, aber ist über Indien. Buddhismus ist in Indien überhaupt nicht gang und gäbe. Moslems, Entschuldigung, 6% Moslems, ja. 6% Moslems, 3% Christen und 2% Buddhisten. 2%, glaube ich, 3% Christen und 6% Moslems. Also, Indien. Ich habe ein anderes Buch gelesen. Was? Da habe ich ein anderes Buch gelesen. Möglich, aus das Buch heraus. Ich sage aus das Buch heraus. Ist eh, und jetzt geht's dann schon los, was hast du gelesen? Und egal, was einer behauptet, der macht den Mund auf und ich sage dir, in welche Richtung? Ob du dich jetzt auf Verschwörungstheoretiker Seiten, nennen wir es mal so, ob du nur sowas liest oder offizielle Seiten. Es ist, du saugst dir was rein und dann ist es deine Wahrheit. Und mein schönstes Beispiel sind halt, wo hier Hitler, Merkel, Putin,
Namen nur erzählen und dann denkst du dir aufgrund der Namen irgendwelche Menschen aus. Und du weißt genau, wie die sind. Und was sage ich immer, egal welche Seite du mir als Beweis zeigst, ich zeige dir 1000 Seiten, wo zum selben Thema, zum selben Menschen das genaue Gegenteil drinsteht. Müssen wir bloß wieder die Zeitung holen und so einen Wildpartei-Vortrag. Und da baut alles auf. Alle, die das lesen, haben das gelesen, da brauche ich gar nicht, muss ich gar nicht weiterlesen. Mein Jörn-Stefan-Beispiel. Und es ist wirklich von hin bis vorne jetzt aus deiner Perspektive Lüge. Wo ich noch sagte, was sagt der Elektriker? Ich habe nie Elektriker gelernt, das ist so schlecht recherchiert. Ja, könnte ich jetzt sagen, Radio- und Fernsehtechniker, so, dann kann ich nicht, wenn ich ein Metzger bin, kann er nicht schreiben, dass ich ein Koch bin. Weil das ist was ganz was anderes ist. Auch wenn es oberflächlich ähnlich klingt. Und das sind so Kleinigkeiten. Und das ist dann, und wehe, es behauptet dann irgendeiner was anderes. Und dann hast du zwei Menschen, die streiten. Weder der eine noch der andere hat den Typen, wo der felsenfest ist, der ist so. Ich sage jetzt erst einmal, wenn du dir wen ausdenkst, der ist so, wie du ihn dir ausdenkst für dich. Und wehe, es taucht jetzt in dir einer auf in deinem Raum, der wo was anderes behauptet. Dann gehen die Streitereien los. Das gilt für Religion, für politische Systeme. Und nach außen hin wird natürlich dann immer Liebe. Ich mache immer so, bei uns unser ehemaliger Bischof, was nennen wir Kassner vor dem jetzigen, der war damals klar, der hat einen Pfarrer entlassen, einen katholischen Pfarrer entlassen, weil er die Frechheit hatte, dass er mit einem protestantischen Pfarrer ein Abendmahl gefeiert hat, ohne vorher Erlaubnis zu fragen, wurde der entlassen, weil das kann nicht sein, dass er Katholik und dann immer wieder schön, wir sind ja alle eine große Familie, bis dann hier um die Zahlen und um die Vereinsmitglieder geht und dann wird gekämpft bis zum es geht nicht mehr. Und es ist immer gleich. Das gilt in allen Religionen. Ich bin ein Moslem, ja was für einer? Schiit, ein Suid, ein Bahai. Und jetzt kann man, das gibt ja, da sehe ich dann eine ganze, dasselbe ist, ich bin ein Buddhist. Da gibt es so viel Strömung. Ich bin ein Hindu, so viele Strömungen. Ich sage jetzt immer aus dem Stegreif, wenn du nach Amerika gehst, glaube ich, 600 verschiedene christliche Strömungen. Amish, Lammern, was anderes wie Hutterer, wie Zeugen Jehovas, die sieben Tage, Adventisten bei uns, die ganzen Kirchen und alle leben in der Arroganz, dass sie den einzigen richtigen Glauben haben. Und das ist jetzt das, was man Holofeeling vorwirft. Und ich sage, Holofeeling ist nicht richtiger, dann hast du es nicht verstanden. Weil wenn es richtig wäre, wäre es nicht verkehrt. Und wenn es nicht beides und alles, was es noch sonst gibt, nicht gleichzeitig wäre. Es ist, das Richtig- und Verkehrtdenken ist Kategorie 2-Denken. Da bist du immer unvollkommen. Du wirst dich immer selber zerreißen. Mache ich das oder mache ich das? Wenn du auf einem Videospiel bist, ist alles gleichzeitig, was du prinzipiell machen kannst. Das ist, dann stehst du vom Bücherregal. Und die Sätze sind wiederholen, wir können ja dann immer wieder ins Detail gehen und genauer das machen, aber das Gigantische wird halt dann die Vordersprache, wenn man da mal Blut geleckt hat, das ist, schau bloß, was mit unserem Vollpfosten-Bezi passiert ist. Der ist immer nur ein Vollpfosten-Leifer. Das ist... Aber ein netter. Aber das ist es, du kannst nicht mehr anders und es geht ja, das ufert dir aus, du wirst dich merken, es wird immer in der Ruhe, wird es immer schlimmer. Man schaut nachher, wird neugierig und merkt, wie viele Möglichkeiten das es da gibt. Und deswegen hast du trotzdem so Phasen, wo toll ist und wenn sich was ständig wiederholt, ob das Lastwagen ist oder Büro, wo keiner kommt, ist irgendwann ätzt dich das an. Aber eigentlich will man wirklich was Neues oder bloß das, was deine Logik hochrechnet, was dann, wo es dir dann besser geht. Und da kann ich immer wieder mal ein Ding sagen, wenn du einen Hunger hast, willst du essen, wenn du überfressen bist, fällt dir aber eigentlich, dass du genau genommen danach gehst, dass du wieder Hunger kriegst. Die Einseitigkeit der Menschen. Eigentlich wollen die immer das, was sie nicht haben. Und egal, was du den Menschen gibst, sie fangen, sobald sie es dann kriegen, wenn sie unzufrieden, fangen wieder zum Jammern an. Die Sache mit dem Schuhverkäufer, der auswandert. Fragezeichen auf den Augen. Der wandert doch einer aus nach Trinidad. Das ist ein Schuhverkäufer. Okay? Und dann kommt er da unten an und sagt, da mache ich jetzt ein Geschäft auf, weil bei uns ist alles an jeder Ecke, ist ein Schuhladen. Und dann kommt er an und steigt aus und er ist total entsetzt, weil die alle barfuß rumlaufen. Da sagt er, oh Scheiße, da kann ich keine Schuhe verkaufen. Der nächste Schuhverkäufer, der sagt, oh klasse, die haben alle keine Schuhe, der totale Markt. Welche Seite siehst du? Das halbvolle Glas oder das halb leere Glas? Ja. Und du bist halt einseitig in deiner ganzen Währung. Danke, nee, ich bringe dir ein bisschen.
Bevor ich hier gekommen bin, habe ich mir überlegt, ob ich überhaupt so eine Frage an dich habe. Ja. Und habe ich mir überlegt, du hast eigentlich alles tausendmal die Antwort. Genau so ist es. Wer das ist, mach es, nimm es. Das sind bei viele und die fragen oft mal, mein Udo 2, der ist immer früher, komm mal Udo 2, dann hat er einen Zettel von Fragen, also lass uns das da wenig quatschen. Und dann hockt er und sagt, das ist eigentlich alles tausendmal beantwortet. Ich sage, ja, du hast es doch schon in dir. Es geht nicht um Wissen. Das ist sekundär. Die Bilder sind, das wird irgendwann einmal kommt der Reife, wenn du das Wesentliche, was du bist, dass es nicht nur logisch erscheint, sondern dass du es wirklich verstanden hast. Dann hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Darum sage ich, du hast einfach das zu lernen, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen, dein Leben, deine Rolle zu spielen, aber der Schauspieler zu werden, der keine Sekunde verfisst, dass das, was er jetzt spielt, eine Rolle in einem Traum ist. Und er, der träumende Geist, ist der, der es erlebt, ist nicht irgendein Gedanke. Ein Gedanke von dir kann weder schmerzen, noch mehr kann nichts erleben. Da gibt es so viele Beispiele. Mitleiden, Sympathie, das Wort, das Geheimnis steckt in den Worten. Wenn du die Worte in der Komplexität, wenn du die mitkriegst, Sympathie heißt Mitleid. Mitleiden. Apathie heißt nicht leidend. Und jetzt haben wir das schöne Wort Empathie, das in jedem Wörterbuch als Mitgefühl übersetzt wird. Dass ich da mal einer fragt, dass das Wort Body, Pathologie, Leid, Schmerz ist, Sym, mit dem Leid, zusammen mit dem Leid, Apathie, nicht Leid, Empathie, Mitgefühl. Wieso fällt jetzt, es wird aus dem Leib plötzlich Gefühl. Jetzt ist das M selber, Sym und A, die Vorsilben findest du in jedem Wörterbuch. M wird nie als Vorsilbe aufgeführt. Im Griechischen. Als unter Vorsilben. Aber das, wenn du schaust, ist das Wort Emos. Und Emos heißt mein. Empathie ist mein Leid. Darum nennen wir das Mitgefühl. Aber was jetzt das genau sagt, egal mit was ich mitleide, es ist mein Leid. Und jetzt, da kann ich immer nur sagen, egal was für eine Figur in deinem Traum auftaucht. Figuren in einem Traum spüren nichts, hören nichts, können nichts empfinden. Sie werden so sein, wie du dir das denkst. Schau. Beispiel. Jinling, Beispiel. Du denkst, du bist derjenige, der sich jetzt das ausdenkt. Wenn ich jetzt das mache, dann kannst du dir genau vorstellen, was ich spüre. Das, du sympathisierst jetzt. Du spürst es nicht. Warum? Weil du sagst, das ist ja nicht meine Hand. Wenn ich jetzt das mache, dann spürst du es, weil du sagst, das ist meine Hand. Wenn du jetzt glaubst, du bist der Riad, wenn du jetzt glaubst, du bist die Esther, dann spürst du weder das oder noch das, weil du sagst, das ist ja nicht meine Hand. Sobald du aber sagst, das ist meine Hand, und jetzt geht es problemlos mit den Händen. Das sind übrigens uralte Beispiele. In dem Moment, wo du denkst dir doch jetzt beide Hände aus. Aber das ist dein Körperintellekt. Und jetzt pass auf, jetzt stellen wir uns das einmal anders vor. Wir sagen jetzt einmal, das ist der Udo und das ist der Riad. Und ich sage jetzt, ich bin der Udo und wenn ich mich anfasse, spüre ich das, ja? Und ich sage, die Hand ist der Riad. Und wenn ich das anfasse, spüre ich ja, dass ich das, da spüre ich ja, ich spüre zwar, dass ich was berühre, aber ich spüre nicht das, was der spürt, der berührt wird. Jetzt denken wir uns, das ist das Udo-Programm, das Bewusstsein mit dem Udo und das ist der Riad. Das heißt, ich sage jetzt, der spürt, dass er anfasst wird und der spürt, dass er was berührt. Und ich behaupte jetzt, ihr zwei Deppen, ihr spürt beide nichts, ich spür's. Das ist ein Konstrukt. Das ist jetzt, weil mir ja beide Hände gehören. Aber gehören mir nicht die beiden Hände genauso? Ist das nicht dasselbe Spiel, dass ich jetzt, was ich gerade mit den zwei Händen, die ich mir ausdenke, mache ich jetzt zwei Körper mit zwei Händen dran? Du spürst jetzt das, denke ich mir. Ich spüre nur, dass ich dich berühre. Aber wenn du der bist, hast du beide Perspektiven gleichzeitig. Jetzt machen wir mal das Christliche nochmal. Einfache Sätze. Glaub mir, diese Jesus-Sprüche sind Hammerschläge. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ich bin jetzt hundertprozentig sicher deine Information. Das heißt, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der vollkommen real auf deiner Verwerbete in einer gewissen Entfernung vor dir zu sitzen scheint, in mir, ist jetzt deine Information. Da kann kein materialistischer Psychologe irgendwas widersprechen. Da du jetzt denkst, rein logisch, dass der Udo in seinem Kopf das sieht, das so ausschaut, wie du glaubst, dass du ausschaust, weil du so programmiert bist.
Der Udo, der jetzt dich sieht, den du dir ausdenkst, der in deinem Kopf ist, muss praktisch in dem Udo der Ria drin sein. Aber jetzt sind wir nicht dann im selben Wahrlich, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist, du mir in einem Punkt zusammenfallen, in dem Moment, weil sich jegliche Form von Entfernung auflöst. Das ist die Wirklichkeit. Das ist alles, das wird nicht akzeptiert. Aber das, selbst deine materialistische Logik schreibt dir das vor. Materialismus ist ein Riesenfall, ist die komplette Entgeistigung, ich sage immer die Entgöttlichung. Es führt dich in eine Welt, dass du dir Sachen ausdenkst und du meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Jetzt können wir uns wieder den Assad ausdenken und du hast eine ganz klare Vorstellung von Assad. Du kannst ja sagen, ich war ja, was wisst ihr, wisst ihr das bloß aus der Zeitung. Aber es sind trotzdem, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und dass ich dann immer wieder hinschaue, du kennst gerade in der Physiognomie, es hat alles einen Sinn. Das Schöne ist, du wirst bei mir nie hören, dass irgendeine Aussage im klassischen Sinn falsch ist. Es ist immer richtig. Es muss nicht unbedingt korrespondieren mit deiner jetzigen Logik. Jetzt denk wieder an Computerprogramme. Aber es ist ein verbindender Parameter zwischen all diesen logischen Systemen, das ist der, der sich ausdenkt. Und der Glaube, dass die auch dann rumlaufen, und wenn du jetzt dann fragst, bist du auch dann da, Christine, wenn ich nicht an dich denke? In meiner Welt nicht. Aber du wirst sagen, selbstverständlich. Aber das ist, da musst du dir mehr Weltentheorie von Alfred Wieler verstanden haben. Die Physik, wie ich sage, die Formen stimmen, die chemikalischen Formen, aber nicht die Vorstellungen. Das heißt, das ändert man nicht. Was nicht stimmt, ist das, was man dir in der Schule erzählt hat, dass es so ist. Und das gilt auch für alle Religionen. Und da wirst du dann merken, da sind so eklatante Fehler drin, die selbst der Ehe mit ihrem Verstand nachvollziehen kann. Da muss man nicht diskutieren. Das nur, weil du was nicht nachvollziehen kannst, braucht man vollkommen neues Denken. Und dann wird man immer wieder neu kritisieren, sich neu erfinden und sagen, lass es den Film doch einfach laufen. Mach dich zuerst einmal zum träumenden Geist. Und dann weiß ich, alles, was ich jetzt träume, ist da was für ein Grund. Ich sage zuerst einmal, dass du vor nichts Angst hast. Und ich, wenn ich nie vergesse, dass ich ein träumender Geist bin, ist wie ein Schauspieler auf der Bühne. Der spielt seine Rolle, den Liebhaber, die Trauer, das Leid, alles. Ohne, dass er dabei selber leidet. Einmal den Bösen, einmal den Guten, weil er zeigen will, was er alles drauf hat. Holo Feeling hast das Gefühl, alles zu sein und nichts davon. Das Meer, der immer ist, ist all seine Wellen, aber nicht eine bestimmte Welle davon. Und du machst doch den Fehler, das gehört mir nicht, ist doch alles deins, ist doch deine Information. Die wird es doch ohne dich gar nicht geben, du wirst aber nicht glauben, dass sie den Dicken da hinten gibt, wenn du ihn nicht anschaust oder ihn ausdenkst. Der wird jetzt sofort Protest sagen, umgekehrt, und jetzt geht das Spiegelspiel los. Und wenn man das einmal checkt, dann ist man richtig, wenn man alt wird, ist man richtig froh, dass man alt wird. Möchtest du nochmal so alt sein? Niemals, niemals. Möchtest du so alt sein? Niemals. Merkst du, lass uns das jetzt aus. Komm, diskutier das jetzt aus. Verstehst du den Unterschied? Das ist die Lebenserfahrung und das, wenn du das als ein Abenteuerfilm, ein Videospiel siehst, wird das ganz anders. Und du musst immer, das musst du machen, das ist in allen Zeiten, das sieht man sich anders an, sieht man, wenn mir jetzt, da war jetzt so schön, jetzt, wann ist das gelaufen? Hier und jetzt natürlich, die goldenen 80er Jahre. Die Klamotten, die schon alle nicken hier, wie mir rumgelaufen sind. Die Klamotten hier, das Zeug, unglaublich. Und ich sage, es war damals genauso normal, das, was die normal macht. Wenn ich jetzt immer wieder sage, zu unserer Zeit, ich weiß ja, wir waren ja sehr streng, ich darf keinen langen Haar nicht haben, wo alle dann den Block gehabt haben. Und ich sage, wo dann die großen Grägen, wenn du 74 Fußballweltmeisterschaft, 74 glaube ich, sind die Weltmeister geworden, jetzt gedacht, die Deutschen und der Breitner, so einen Block, und dann hatten die großen Grägen noch, selbst die in der Seriosität der ARD, die Nachrichtensprecher, so einen Block, solche Haare teilweise auf, du dir, die Männer, so große Grägen. Und die Schulterpolster, mit den, ja. War geile Zeit, ne? Und das war genauso normal wie das jetzt. Und dann habe ich gesagt, und dann kommen hier diese Kotzhaarschnitte jetzt, die Sidecuts. Und ich sage, zu unserer Zeit, wenn dann hätte man gesagt, das ist ein Nazi. Das war die typische Hitlerfrisur. Wie kann man da so rumlaufen? Plötzlich irgendwann einmal machen das alle, weil man will dazugehören. Und dann bist du programmiert, dann hat man Mini, dann hat man Maxi, dann sieht man Rot an, sieht man Blau an. Ich weiß, in Almena war eine Zeit lang so in diese Plateauschuhen, Donschuhe, ganz normale Donschuhe mit so hoch, ganz einfach nur Glotz. Also wie Donschuhe, aber solche Absätze. Das war da eben zu der Zeit, um 2000 rum.
Was nochmal, wie die Kassen haben. Auf jeden Fall dann alle, plötzlich laufen alle mit die Schuhe rum. Wenn du der Erste bist, der das macht, dann hat er einen Schuss in der Optik, wenn du der Einzige bist, der das macht. Mein Panko- und Banker-Beispiel. Und jeder meint, ich rebelliere. Ich habe meinen eigenen Style, wenn du die Jungen hörst. Ich habe meinen eigenen Style. Das ist die Maus alles Hybris, mauslose Selbstüberschätzung. Da müsstest du was machen, was gar keiner macht. Aber du klingst dich immer in einer Modeerscheinung, in einen Trend ein. Wir wollen hier nicht um verschiedene Meinungen streiten oder uns den Kopf zerbrechen, was richtig ist, sondern was ich dir sage, ist, du bist der, der das alles erlebt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und der bleibt immer gleich, auch wenn du älter wirst. Das heißt, wenn du mal so alt bist, so jetzt als Esther, wenn du jetzt nicht an dich denkst, wenn du schaust, du bist immer noch derselbe Geist, glaub mir, du kriegst bloß einen Schock, wenn du in den Spiegel schaust, ne? Genau. Ja, genau. Alle, hast du es jetzt gemerkt, alle. Aber warum? Das ist aber auch, weil Schönheit ist auch ein Programm, das Empfinden. Ja. Und darum ist es immer im Kleinen. Das ist Menschen, wenn dir dann uninteressant, du spielst eine Rolle mit Familie, mit der Verantwortung, mit den Problemen. Nicht Problemen. Und das ist der Test, du hast zu lernen, dich über nichts. Demutsfähigkeit fordert ein wieder Geschehe. Aber da bist du hin und her gerissen. Das ist, wo ist die Freiheit? Die gibt's schon. Aber die erfordert, dass du unlogisch wirst. Aber da ist was in dir drin, das wehrt sich mit aller Gewalt. Zum Beispiel, zerbrech dir den Kopf, lass einfach den Film laufen und als Beobachter werde der Beobachter, der nicht mehr werdet. Dann kannst du das ganz normale Leben, wo ich es auch oberflächlich mit dem verstehen werde, ändert sich oberflächlich überhaupt nichts an deinem Leben. Aber der, der das erlebt, regt sich nochmal auf. Das ist die Sache. Wenn du erkennst, dass Ärger, egal über was du dich ärgerst, und wenn es irgendwelche Scheißdreckseinträge sind im Chat, dass das nichts ändert an dem, was ist. Dass der Tobias nicht anders wird, wenn du dich ärgerst. Du bist jetzt ganz weg. Das ist immer die große Erkenntnis. Das ist, nimm es hin oder hau ihn zum Teufel, sag ich. Wenn es die Grisine runterzieht, der ist schuld, der sich die ausdenkt. Jetzt können wir nicht diskutieren, wer denkt sich jetzt die Christine aus, der Alex oder die Christine? Keiner von beiden, weil das was ausgedachte Dinge, die du dir denkst, wenn das denken, was du denkst, dass die denken. Und du hängst halt an einen dran, wo du meinst, das bin ich. Und das kommt wirklich erst mit dem Alter, das Loslassen. Das ist immer, wo ich sage, das geht in dem Nick los. Diese Erkenntnis ist in die ersten von 20, ich sage ab 20, das ist ja der Sprung, wo ich jetzt sage, jetzt die 21, wo du hast. Das ist so schön mit der Nele. Mama, wenn die ist, wo so verzweifelt war das letzte Mal, hat sie ein paar Mal probiert, weil es die Prüfung versaut hat. Und ich habe so gelernt und Prüfungsangst und es war alles weg. Ich sage, aber was ändert das jetzt, wenn dich aufregst? Du fühlst dich jetzt scheiße, aber es ändert nichts. Was ist jetzt eigentlich? Es sind nur Gedanken, wo du dich verrückt machst. Oder mit ihren Kevin-Wiese, weil ich bin ja so verliebt. Die war so verliebt in Kevin. Entschuldigung, Kevin, wenn du einen Kevin hast, wie kann man das? Ich bin ja so verliebt und es tut ja so weh. Unglaublich. Ja, wir kennen das, ne? Das ist ein Chat für uns. Ne? Ist der Chat, ja. Kevin? Habt ihr Kevin-Chat? Ja, so ein Chat. Ja, sag's ja. 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 Chat denken. Dann ist man schon durch dieses, kann man gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt nochmal 14 bin und ich hätte jetzt schon diesen Input wie sie. Du, das ist selten, sie hat eine Chance, aber da rede ich, sie ist ja immer mit dabei, es ändert nichts an ihrem Leben. Ich sage immer wieder, das ist auch die Probleme, du kannst nicht von unten, das ist immer, auch Bad Esther, das wiederhole ich immer wieder, du warst 7 Baby, 7-Jähriger. 14, 21-Jährige. Das ist immer für dich. Wenn du 7 Jahre zurückdenkst, sagst du immer, als 7-Jähriger sagst du, das Baby, wo frisch abgenommen ist, ist so blöd, der macht dir in die Windel. Ich lerne ja schon lesen und schreiben. Das ist ein einfaches Beispiel von mir. Du kommst da riesengroß vor. Ich komme ja nächstes Monat in die Schule. Dann bist du 14. Und so, was denkst du von einem Kind, das gerade in die Schule kommt vor 7 Jahren? Ja, das ist ja noch nicht hier. Geht mir jetzt langsam los. Dann mache ich 21.
Und dann sage ich, wie ist, wenn du kurz vorher so in der Pubertät 14 stehst? Ja, keine Ahnung. Das Spiel hört ja nie auf. Auch wenn man jetzt meint irgendwo, was ist so? Was ist, was halten, wenn du jetzt, wenn wir an 21-Jährige denken? Was sie, die viel von der Esther ausgesehen ist, 21 ja schon. Ich kann mich so erinnern, hier bei mir mit meiner Elke, wo wir mal am Bodensee waren, mit der Elke und mit der Inge, die sind ja zwei auseinander, und da war, weiß ich noch genau, was immer zufällig haben wir reingezappt, irgendwie waren so eine Jugendsendung, so 18, 19-Jährige, und dann war hier, die waren um die 45, um die 50 rum, die zwei. Und dann haben die gesagt, ja, und das Leben, wir wollen das Leben genießen, und dann ist irgendwann hier, ist, kommen wir mit 45, oh, um Himmels Willen, das ist, dann ist das Leben vorbei, dann wäre ich, bin ja so alt wie meine Mama. Dann bin ich ja so alt wie meine Mama. Mit 45. Und was sagst du jetzt, wenn 45 jetzt, das ist bloß nur lächerlich. Wo ist die Zeit? Was ist Zeit? Du merkst es und man kriegst es nicht mit, weil man, ich sage immer wieder, man fühlt sich nicht anders. Das ist das, der Leben, das ist bloß, es ändert sich. Und jetzt kommt halt das Spiel. Gelenkschmerzen. So was hat man früher nicht gekannt. Ach gut, tu mir her jetzt auf, nicht machen wir jetzt schon wieder Angst. Man kann nicht laut genug jammern, ne, Lutz? Lutz? Ja. Ja. Das ist der Preis, den du zu bezahlen hast, und den bezahlst du gern, weil es wurscht wird. Du löst dich immer wieder. Das ist, da läuft da nichts verkehrt. Es läuft wirklich nichts verkehrt. Und da kommt jetzt das große Problem dieser extrem falschen Erziehung in Sodom und Gomorra, dass die dir einreden, wenn du grau wirst oder Falten kriegst, dass man, es ist nur Geldmacherei. Es dreht sich wirklich alles nur um Geld. Das Geld ist Gott. Wir setzen auf Wachstum. Es ist, jetzt muss jetzt die Geschäfte wieder aufmachen, es muss. Das ist nicht, wenn du träumst, hat es, das, was dich am Leben hält, ist die große Erkenntnis, ist das, was dich jeden Morgen wach werden lässt, hast du keinen Einfluss drauf. Und ich schalte dich jeden Abend wieder aus, eventuell. Und da hast du auch keinen Einfluss drauf. Das ist der Standardsatz von mir seit 30 Jahren. Und in dem Augenblick, wo du jetzt mit einer Ich-Vorstellung wach wirst, was du noch nicht einmal hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Und Augen auf, wegschauen und so, oh scheiße, erst 3 Uhr. Und du kannst dir nichts raussuchen, ob du Junge bist, der Mädchen bist, du bist in einer Matrix. Ein Wesen, das in einer Matrix heranwächst, wird einfach mal das Säugetier werden. Sonst wäre es nicht in einer Matrix. Oder geht es mit dem Säugen schon wieder los? Und ach, jetzt müssen wir die Sprache, dann magst du, es sind symbolische Bilder. Aber das ist im nächsten Kapitel. Das erste Mal muss installiert sein, was du bist. Und nicht jetzt nur sagen, das ist logisch. Das kann man durchaus in dem Alter auch schon machen. Aber deswegen soll, du musst dein Leben trotzdem leben. Aber du wirst da, wenn wacher werden, weil sich die Interesse verschiebt. Darum ist mein Bestreben noch nie gewesen, irgendeinen von euch, die ich mir jetzt ausdenke, verändern zu wollen, weil wenn ich das wollte, würde ich euch anders denken. Das ist, du willst nichts mehr verändern, du willst ja nichts besitzen. Da habe ich so viele Beispiele. Da wirst du wunschlos glücklich. Diese Glückseligkeit ist eine ganz andere Qualität. Und umso mehr man sich auf die Art einlässt, das löst dann irgendwann einmal Wunder aus. Aber die Wunder sind halt, da muss das Gefühl von Angst weg sein, wenn sich was verändern will. Das ist jetzt bei der Christine, das ist ein schwarzes Loch, weil du kommst mit der Logik nicht hin, es macht nur Angst. Falsch verkehrt, das ist Liebe deine Feinde, lass es geschehen, das ist die Christusgeschichte. Das ist auch eine Märchengeschichte. Immer Jein, wenn ich sage, ja oder nein, war das oder war das nicht, was ist, kann immer nur jetzt sein. Das ist aber anders Buch. Und ob jetzt das eine Märchenfigur ist oder eine historische Figur ist, das bestimmst letzten Endes du, aber es ist keins von beiden, es ist ein Gedanke. Ein Gedanke, der auf Worten aufbaut, im Anfang war das Wort. Und Ria, das ist das Ding. Und ansonsten, lass einfach, aber wenn Vertrauen, da beginnt der Glaube. Wie die mit Sicherheit keinen Glauben haben, sind die ganzen Religionsspinner. Darum sage ich, das, was ich dir erzähle, ist weder im klassischen Sinn eine religiöse Spinnerei, eine esoterische Spinnerei, die sich dann alle immer andere Namen geben. Das alles sei nicht einverstanden sein. Kommen wir mir gar nicht in den Sinn. Und es wird nie, es betrügt dich nie irgendmal irgendwer, den du dir ausdenkst, du betrügst dich selber. Ich hatte jetzt mit dem Holger das Gespräch mit optischen Täuschungen, wo ich immer wieder sage, ja, aber wenn das doch eine optische Täuschung ist, das war das Thema, glaub nur noch das, was du mit eigenen Augen gesehen hast und am eigenen Leib erlebt hast, auch wenn du meinst, es war in der Vergangenheit, es war auch jetzt. Und alles, was du nur vom Hören sagen kannst, was du konstruierst, was so unheimlich logisch ist, dass da zwei Lungen und ein Herz drin sind, in deinem Kopf ein Gehirn drin ist. Das wirst du nie überprüfen können. Dass der Kugel ist, hat noch nie irgendeiner gesehen.
Wirklich nicht. Ja, aber die Astronauten, ihr wisst, wie oft ich das erzählt habe. Und jetzt die Vorstellungen im Makrokosmos, das ist nun mal, wie wir jetzt auf dem Planetenweg waren mit der Ritter. Das, wenn ich jetzt den Kosmos Planetenführer nehme, ich würde euch einmal hier rein, wenn wir jetzt hier Sternzeichen anschauen, wir bleiben mal, macht ihr kein Bild von irgendwas da drum am Himmel. Das hier ist der Orion. Kennt sich ein bisschen aus? Könnt ihr sehen? Orion. Der Orion, das Sternzeichen Orion. Der Wagen, ne? Nein, Orion. Nein. Richtig, Fetzenpapier mit Bunge, da geht schon los. Aber diese Anstellung, ich sage mal, diese zwei mit den drei, die angeblich der Winkel übrigens hier bei diesen drei, das sind die Pyramiden, sagt man. Gut, das siehst du, wenn du hochschaust. Die Schwierigkeit ist jetzt, sage ich, was ich lerne in der Schule, da oben, der hier oben, den habe ich jetzt leider groß zu groß gemalt, die sind unterschiedlich hell, da sind übrigens noch ein paar dazu, die sind so finster. Das sind so die Hauptsterne, da ist da einer, da ist da einer, dann sind hier drei Stück. Die sind genau im Winkel, stehen die wie die drei Pyramiden in Gizeh und dann sind da zwei. Und das hier ist der kleinste. Also der oben, links oben von dieser Konstellation, das ist der kleinste Stern. Der nennt sich Betelgeuse. Okay? Könnt ihr jetzt machen, rein Kosmos habe ich aus das Buch heraus. Wenn ich jetzt das sehe, sehe ich das flach. Wenn ich das sehe, sehe ich das flach. Der kleinste hier ist einer der größten Sterne, wo man überhaupt kennt. Und jetzt pass auf, jetzt zeige ich Größen, weil wir waren jetzt zuerst mit der Ritter, sind wir in Gehrungsgründe im Planetenweg gelaufen. Und jetzt, wenn ich jetzt das Buch nehme, zeige ich dir Kosmos, Planetenführer. Und dann ist das dann unser Planetensystem. Und ich mache jetzt das aus der Erinnerung ungefähr, dass ihr Vorstellung habt, wenn das hier unsere Sonne ist. Und ich mache jetzt unsere Planeten in der Größenordnung. Dann hast du hier die Abstände, lassen wir mal, immer so im Original. Und unsere Erde ist dann ungefähr so. Der Mond ist ja so. Das heißt, die Sonne hat hier 109 Erddurchmesser, ist unsere Sonne. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, müsst ihr jetzt ein bisschen größer noch machen. Unser Erddurchmesser ist 109 mal ist der Sonnendurchmesser. Gut, nur die Querschnitte, dass wir mal Größe im selben Maßstab haben. Dass dir mal Größenordnungen, die sich vorstellen. Und wenn wir jetzt hier, ich komme immer noch bei den Betelgeuse, und jetzt pass auf, in demselben Buch sagen wir dann nochmal die Größe von Sonnen an. Und wenn ich jetzt hier den Betelgeuse mal, der ist dann ungefähr so groß. Und dann gibt es dann Aries, gibt es einige Sterne, wo dann hier andere Sterne sind. In dem Maßstab, also du schaust den Orion an, du hast oben einen kleinen Punkt, der gar nicht hell leuchtet. Und das ist der Betelgeuse. Und wenn das jetzt der Betelgeuse ist, was meint ihr, wie groß im Vergleich dazu unsere Sonne ist? Ich zeig's euch. Ein winziger Punkt, den du fast nicht siehst, ist die Sonne und das ist die Erde. Im selben Maßstab. Das kann ich jetzt alles aus das Buch raus. Jeder, der dir das erzählt, hat dieselben Bücher gelesen. Und der hat ein logisches Erklärungsmodell und das logische Erklärungsmodell, die haben das ja entdeckt. Wir wissen ja, dass von Humboldt vor 200 Jahren schon entdeckt hat, dass es Wassermoleküle gibt. Das ist genau, wie die aufgebaut sind. Und ich frage jetzt einfach, wie? Das ist alles Zeug mit den Photonen, die Atome, die Protone, die Quarks. Es ist ja alles. Und dann erklären die dir was. Und diese Petitio Principi ist schlichtweg und einfach, so wie die dann erklärt, dass Adam und Eva dann waren. Im Paradies. Und dann sind die Leute immer schockiert, so, ich musste schauen, mal, was da eigentlich drin steht. Erstens sind es symbolische Bilder. Mein Musterbeispiel, Johannes der Täufer und der Jesus, dass das Brüder sind, wo ich am Vater sage, das sind Brüder. Wieso sind das Brüder? Ich sage, du bist doch ein Pfarrer. Und dann sind die ganz verdutzt. Mein Satan-Beispiel, weil alle rechtfertigen alles mit dem Satan, wo ich sage, zeig mir die Stelle, wo der Böse ist. Das, was der Satan macht, die einzige Stelle, wo er Satan ist, kommt im Hiob vor und das kriegt den Auftrag von Gottes zu machen. Die stellen das so da, als wenn das der Widersacher ist. Das heißt ja auch Widersacher, aber es ist nicht der Widersacher von Gott, sondern es ist eigentlich der Staatsanwalt. Was ist der Staatsanwalt? Der Staatsanwalt ist der Rechtsanwalt des Staates. Der klagt all die an, die die Gesetze des Staates brechen. Der Satan ist der Satan, den er losschickt und schaut, ob der Hiob die Gesetze hält. Und da ist er, denen geht's ja gut, aber die auch hält, aber sich dran hält, wenn es eine Scheiße geht, aber dann immer noch auf Gott vertraut. Abraham-Geschichte, schlachte deine Esther. In der Sache Gott gegen Adam. Der Plötzlich, das sind einseitige Auslegungen, Riyad.
Auch immer, was ich lese, ich habe eine Suri, habe ich ja in irgendeinen der Offenbarungen, habe ich die ziemlich wortwörtlich übersetzt. Es ist eine Frage, die Schrift gibt so viel her. Und du plapperst bloß das nach, was man dir einprogrammiert hat. Und das hängt von deinem Schauminhalt ab. Das ist aber vollkommen austauschbar, wenn ich dich. Jetzt sind wir Raumzeit, ich kann ja nur in deiner raumzeitlichen Basic-Logik lesen, oder was? Dann würdest du Fleisch essen oder kein Fleisch essen. Dann ist Schweinefleisch was Schlechtes. Wie die Inder, wo ich sage, die haben kein Problem mit einem Schweinekörper, die essen kein Rindfleisch. Wie der Moslems haben kein Problem mit einem Rindfleisch, essen aber kein Schweinefleisch. Ich sage dann immer, Gott sei Dank sind wir im Franken. Man kann ja nicht dabei, Fränkisch ist brutal erotisch. Was machst du denn schon wieder? Bin nicht fotogen. Außerdem heißt es, du weißt, dass du jetzt eine Todsünde begehst. Du sollst dir kein Bild von mir machen. Ja, es ist ja so. Es ist so. Ich hätte sowieso nicht, ist dir das schon aufgefallen? Ist vollkommen sinnlos, glaub es mir, vollkommen sinnlos. Du erwartest, ständig, pass auf, wenn du jetzt glaubst, dass du der bist, der du zu sein glaubst, musst dir eins klar sein, du erwartest, dass er sich verändert. Der Einzige, der das verändern kann, ist der, der sich den ausdenkt. Aber das ändert sich nicht, wenn du dir das wünschst, weil du immer meinst, da habe ich keine Macht dazu, du brauchst bloß deinen Glauben verändern. Dann, es ist alles, es ist der Glaube. AOB. Das schöne AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Gall ist die Welle, Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Hebräisches Wort für Beschwörungskunst. Speziell die Beschwörung von Totengeistern. Kannst in jedem Wörterbuch nachschauen. Dasselbe hast du im Zauber, in der Taube, der kann's. Und so weiter, du noch nicht so viel das Geschmier anschauen. Und es geht nicht um die Vielwisserei. Und da hast du überall dasselbe, die einseitige Auslegung, die dann wissen, das Problem ist nicht der Koran oder die Dora, das Problem ist der Lehrer, der dir sagt, was das bedeutet. Suiden, Schieden, jeder erklärt dir was anderes. Alles dieselbe Schrift. Und du hängst in einer Einseitigkeit drin, die du in dir vorfindest. Das ist das, was man Glaube nennt. Das ist eigentlich das Böse. Und ich sage, hör doch auf, Glauben heißt für Wahrheiten. Blau geschrieben. Ich glaube das. Mich interessiert nicht, was du glaubst. Hast du es gesehen oder hast du es nicht gesehen? Hast du schon mal dein Gehirn gesehen, Issa? Es wird da schwer fallen, dass du deine Augen, du kannst deine Augen nicht sehen. Das ist das Irre. Du kannst die Augen nicht sehen. Egal, was du mir jetzt als Beweis bringst. Früher haben wir wieder gesagt, die Erde ist eine Kugel, beweis es mir. Da bringe ich so ein Buch, ich sage, das ist ein Fetzen Papier, wo Farbe draufgespitzt ist. Eine Aufnahme soll, das sind nicht flackernde Lämpchen auf einem Monitor. Ja, aber das wurde doch aufgenommen. Ich sage, ja, du bestimmst es, wo das herkommt. Aber was passiert, wenn du jetzt träumst, dann kommst du aus dir. Und es ist in dir, es bleibt in dir, egal wo du dir das hindenkst. Jetzt könnte ich wieder sagen, denk an deinen Sohn, denk an deine Tochter, wo waren die ganze Zeit? Denn ist verdammt gut gegangen. In der Einheit. Du kannst erst was lieben, wenn du dir das ausdenkst. Und damit verbunden denkst du dich auch selber aus. Aber sobald du was ausdenkst, was du lieb hast, muss was entstehen, was du nicht lieb hast. Aber das ist die eine Seite, die dir fällt. Jetzt ist es ja hell, das sehen wir ja. Aber was siehst du eigentlich, wenn du hell siehst? Das habe ich so oft gesagt. Was ist hell? Ja, ich sehe jetzt, weil es hell ist. Ich sage aber, das hell siehst du nicht. Zeig mir hell, das ist der Tisch, das ist die Esther, das ist der Udo. Ja, wenn es aber jetzt nicht hell wäre, würde ich es ja nicht sehen. Ist eigentlich doof, ne? Dann sage ich, ja gut, wie sieht es dann aus? Ja, wenn es finster wäre, würde ich nichts sehen. So, dann siehst du finster. Mein Beispiel, mach die Augen zu. Wenn du die Augen zu machst, wird es finster. Das kannst du bewusst anschauen. Jetzt ist natürlich immer nur, wenn hell, hinlegen, die Augen zu machen wird und bewusst das Finster anschauen. Und das ist nicht gleichmäßig finster, das flackert ein bisschen. Dann siehst du finster, du hast jetzt Information finster, was doch finster oder schwarz, wie wir es nennen wollen. Aber du wirst feststellen, da die Informationen sich austauschen. Aber wenn du dich auf das Finster anschaust, es wird nicht lang dauern, dann wirst du an was anderes denken. Und dann geht da irgendwas im Kopf rum, wie man sagt, in einem Kopf, der gar nicht existiert, wenn er das im Kopf rumgeht. Weil der wiederum existiert nur, wenn du an den Kopf denkst, was du aber nicht magst, wenn du da liegst und über was nachgrübelst nachts. Das Problem ist, der Lichter kann ja da, weil der ja auch bloß existiert, wenn du ihn denkst. Aber wichtig ist der Übergang, wenn das Finster, das du bewusst anschaust, in einer Art, was sehe ich eigentlich, wenn ich die Augen zu habe. Das sind so schöne Sachen, dann hast du manchmal so einen kleinen Fleck hier.
Und dann wirst du, pass auf, mach da mal Ding mit, wenn du jetzt ausprobierst. Du hast da Geflacker, hängt auch davon ab, was du vorher gesehen hast. Und ich sage jetzt mal nur die Augen zu und dann habe ich hier einen kleinen Fleck. Und dann will ich mir den genauer anschauen und dann drehe ich die Augen hin. Und wenn ich die Augen hin drehe, dann wandert der Fleck. Ich will da hinschauen und wenn ich die Augen drehe, verschiebt es denn wie Konstellationen mit. Warum ist das so? Weil was ich sehe, ist meine Netzhaut. Und wenn ich die Augen drehe, weil ich meine, ich will mich fokussieren, das ist ja nicht außerhalb, dreht sich das mit weg. Du bist dabei, bist wieder nicht. Okay, aber jetzt, pass auf, irgendwann, weil es langweilig ist, denkst du an was anderes. Arbeit, irgendwas. Und jetzt ist die Frage, normal, wie der normal Menschen gefragt, ist es dann eigentlich noch finster, weil du hast ja immer noch die Augen zu. Wenn du nur mal im Finster denkst, existiert auch diese Information Finster nicht, weil immer bloß das existiert, was du denkst und was du anschaust. Geh die Gedankengänge mit und probier's aus. Dann fällt dir gar nicht auf, dass er kann er da, der da liegt. Weil nur du und deine Information ist. Und es existiert nur das, was du jetzt im Moment als Information vorliegen hast und es unterliegt einem ständigen Wechsel. Das ist hundertprozentig sicher. Das sagt der Erste. Alles, was der Erste sagt, kann jedes 13-jährige Kind nachproduzieren. Spiel mit dir, wenn du neugierig warst. Das ist halt das Problem in dem Alter. Ist man so voller andere Sachen, was auch vollkommen okay ist, das kommt von alleine. Du hast da einen riesen, riesen Vorteil, Esther. Deswegen mischen wir uns auch hier in das Leben nicht ein, was es erzieherisch ist. Das macht, da muss man durchgehen, da müssen wir alle durch. Es ist auch immer wieder die Zeit, der Aufstand, die Jugendliche. Das Hauptproblem ist, wie ich sage, wenn man dann so 20, 21 ist, das ist es, dann hört man meistens die große Masse, sag ich, hat in der geistigen Reife mit 21 zum Denken aufgehört. Die haben dann mit 60, 65 im großen Ganzen immer noch nicht mehr Bewusstsein, viel Lebenserfahrung angeblich, aber die haben von ihrem Leben nichts gelernt. Irgendwann muss man sich fragen, was ist der Sinn des Lebens? Kohle zu machen? Das Leben zu genießen, was nur Drogen sind? Genuss ist bloß dann da, in dem Moment, wo du das auf dem Programm hast. Almener früh habe ich erzählt, was ist schön, was ist Geschmack. Dann schauen wir Naturvölker an, die sich dann Ringe reinmachen, weil es schön ist, einen langen Hals zu haben, die sich hier aufschneiden und so in die Lippe so einen Ring wie in die Ohren jetzt reinhängen, wenn du da du Menschen siehst. Das ist das totale Schönheitsideal. Du wirst das als schön empfinden, wenn du den Schwamminhalt hast, dass du in dieser Kultur groß warst. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du Indianer sein musst. Wenn man jetzt wieder die Esther dort groß adoptiert, groß werden dann, wo man das macht, dann wirst du noch jener sich endlich auch so die Lippe aufschneiden und das Ding reinhängen. Weil das doch alle haben. Dieses Nachäffen. Dumme, nachäffende Affen alle. Politiker, Rechte, Linke, unheimliche, arrogante Rechthaber. Warum? Weil ich mir die jetzt ausdenke, ich werfe denen das nicht vor. Ich nenne das, das sind meine Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ja, und du hast dann sofort, dann ist das kleine Grüppchen wieder weg, was nichts so Holophilien-Gruppe ist. Sind halt, die treffen sich halt einmal im Jahr. Schon seit Jahren jetzt, ne, glaube ich. Also da hatte ich keinen so wenigstens. Es sind immer zwei, wo ich dann sage, der erste ist ja jetzt ausgefallen, meine alte Almener-Truppe. Da seid ihr, es sind immer zwei, wo dann die Franzosen da sind, die machen das schon seit Almener, seit dem ersten da. Der Heiner und die verrückte Huhn, die mischen sich, die sind auch drin, die Heider macht manchmal was rein. Und ich erzähle immer wieder dasselbe. Warum? Weil ich das nur dem erzähle, der sich das jetzt ausdenkt und das jetzt was schwerer zu sein glaubst. Und du hörst jetzt das, was du davon magst, hängt von der Reife wiederum ab. Das bei der Esther ist das ganz anders als wie beim Johannes. Wir sind so ständig im Fliegenstall, was ich, wo du auftaucht bist. Na so, wer bist denn dann du? Na so, kennst du mich nicht mehr, ich bin doch, ich war doch schon in Almen. Na so, ich falsche Antwort. Du bist ich, der sich das ausdenkt. Du verwechselst dich schon wieder mit der Figur. Immer schauen, was jetzt ist. Ich sag nur, was ist das? Der Orion, Fetzenpapier. Und drum ist es, bevor das nicht sitzt, hast nur viel Zeit. Gibt so viele andere Sachen, Esther. Mach dir nicht verrückt. Genieß das Leben, soweit es geht. Und nicht immer bloß orientieren, wie ich zu deinem Papa immer gesagt habe, nicht nach oben orientieren. Du willst, dass dir besser geht? Du gierst bloß immer nach die, die angeblich mit deiner Logik es besser geht. Reich, schön. Orientier dich nach unten. Und du rennst den ganzen Tag rum und sagst, geht's mir super.
Und dann wirst du irgendwann feststellen, auf was die Druckschlüsse du einfällst. So wieder bloß Whitney Houston, Michael Jackson, die ganzen Idole. Und dann schau dir die letzten Bilder an. So kaputt. Das ist eine Vorstellung von dir. Das sind so Ideale, die man aufbaut. Oder jetzt, was ich so liebe, hier diesen Dresch-TV. Die wisst ihr, ich bin ja bekennender Fan. Die mit aller Gewalt berühmt werden wollen. Und dann plötzlich eigentlich, ich habe Hater, ich habe dies und das. Ja, ich sag mit aller Gewalt, wollen sie überall in den Gazetten sehen. Und wenn sie dann abgesaut werden, das passt ihnen auch nicht. Das ist das hier. Was du von allen bewundert werden, aber dass der Gegenwind auch kommt, gerade mit, wenn du dich fokussierst auf Hass, auf Rechthabereien, sind doch nur noch Rechthaber. Ja, wir müssen doch demonstrieren, du musst doch zur Wahl gehen. Was ändert das? Hast du noch nicht, dass das ein reines Beschiss? Ich sag selbst, wenn dann der berühmte Seehofer-Spruch, ihr müsst, wo er wirklich dann verzweifelt war, ihr müsst irgendwann wissen, alle, die gewählt werden, die haben nichts zu sagen. Das ist ein rausgerutscht. Und alle, die was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Aber schuld sind sie doch selber, weil es doch bloß um Geld geht, wenn du hinter die Fassaden schaust. Jetzt bewusst ausgedacht, wohlgemerkt. Aber es ist das, was ist, weil es ja immer so sein wird, wie du dir es ausdenkst. Oder wenn wir jetzt die Reichsbürger nehmen aus dem Osten. Das ist ja alles Verschwörungstheorien. Der große Problem ist, dass jeder Rechtsanwalt, der das wirklich studiert, wird sich sagen, da ist kein feines Ding. Es ist richtig, was die sagen. Das ist nicht irgendwie Lug und Ruck oder auf die Freiheit. Es ist jetzt rein, ich sage immer wieder, du hast ja ein Kollektivwissen. Das ist immer wieder dieses Kollektivwissen. Unser Konstruktprogramm GDA, dass wenn jetzt der Alex nach Weißenburg fährt, in seinem Traum, der hat einen komplett eigenen Traum, dann hat er dasselbe Konstruktprogramm wie jeder, weil das ist wie wenn jetzt 1000 Menschen GDA spielen. Wenn die da rumlaufen in dieser imaginären offenen Welt, ist jeder Spieler, der da läuft, kriegt dieselbe Landschaft auf dem Bildschirm. Aber was er anfokussiert, das heißt, was er letztendlich, was du anfokussierst, ist ja das, was Information von dir wird. Das Weißenburger Rathaus sieht bei euch alle gleich aus. Aber wenn du durch die Stadt selber läufst, was du als Spieler magst, was dich interessiert, wo du hingehst, wie du handelst. Jetzt gerade hier zum Beispiel, wo wir unten waren, wo ich mit der Cola-Dosen auf die Tauben schmeiße und dieses und jenes mache, andere lässt die Tauben, macht das nicht. In dem Videospiel. Weil du ganz andere Fokuspunkte hast. Das ist das, was ich, das steuert aber die KI, das ist deine Interesse. Was dich interessiert, wenn du dich für Holofeeling nicht interessierst, interessierst du dich für was anderes. Du wechselst immer bloß die Gefängnisse. Weil Holofeeling kein Glaubenssystem ist, sondern eine Beschreibung, was Glauben ausmacht. Die Beschwörungskunst. Das haben wir ja auch hier, das Beschwören haben wir auch in den hebräischen Wort für Gott, unser Elayom. Das Ela heißt Beschwören und Fluch, Beschwörung und Fluch. Die Beschwörung und der Fluch des Meeres, wenn ich Ela allein sehe, ist weiblich. Das ist übrigens jetzt aus dem Finger. Ich bleibe in den klassischen immer noch, in der klassischen Möglichkeit, das mit hebräischer Urgrammatik zu lesen. Es ist halt sofort wieder festgelegt, das Entheiligen des Buches. Wenn du was hinzufügst und wenn du was weglässt. Die Apokalypse. Jeder gebildete Mensch weiß, was Apokalypse aus. Das ist der Weltuntergang. Nee, es heißt Enthüllung. Enthüllung. Das Aufheben der Hüllung. Der Hülle. Das heißt, wenn du zum Denken anfängst, entsteht was. Das heißt, das Stehende wird imaginär in Bewegung gesetzt. In Bewegung gesetzt. Das nennt man Entstehen. Bleibt aber trotzdem immer hier und jetzt. Es ist nur die Illusion, dass du dich bewegst. Wie gerade mit der Frau Weltbrille, wo ich durch den Raum laufe und gehe keine Meter von der Stelle. Ich bin in dem Raum, ich tauche später aus. Das ist das Spiel. Und das, was man jetzt im Keller unten anschauen kann vom Nerd, wenn das einer ausprobiert, die da sind, das ist jetzt, was hier der primitive Rechner macht mit der Brille, das erlebst du jeden Moment, seit du denken kannst, von Moment zu Moment. Bloß ich hab's ein bisschen besser programmiert wie der scheiß Programm da oben. Das Prinzip ist komplett das gleiche. Du hast einen Mech-Chef, einen Rechnungsführer, du hast deine VR-Brille auf, das sind deine zwei Augenbecken. Das sind natürlich jetzt unten sind es bloß zwei. Ich sag, in deinem sind ja vier, weil jedes Auge nochmal zwei Hälften hat, weil die Retina geteilt ist, die über Kreuz verknüpft werden. Das ist die Schulmedizin, ist auch wieder, wo ich immer sage, es stimmt alles. Die Finger, die Lunge, die Vorstellungen, Chasa, die Brust, Dora X, der Thorax. All das ganze Zeug ist richtig, aber nicht wie die Bilder, die du aufbaust, stimmen nicht. Es ist eine Programmstruktur im Hintergrund. Und du legst halt nur sehr einseitig aus.
Und du sparst dir sehr, sehr viel Energie, wenn du jetzt anfängst, das nicht irgendeiner Figur, einen Gedanken von dir erklären zu wollen. Und das ist das, wo die Leute nicht zuhören, das wollen wir dann morgen machen, wenn ich mit dem Briefmeister losgehe. Ja, du bemühst dich ja auch, deinen Geistesfunk das zu erklären, solche Scheißdreck, ausgedachte Feige. Wo ist der Unterschied, ob ich an einen Geistesfunk denke oder an ein Gehirn denke oder an einen Menschen oder an ein Tier oder an eine Katze oder an einen Tisch denke? Es ist Ausgedachtes. Ausgedachtes ist vergänglich. Alles, was existiere aus mir herausdenkt, weil ich es mir ausdenke. Ich muss nicht aus dem blauen Kopf, ich muss es da herausdenken, das erste Mal innerhalb, ich muss in meinen Kopf hineindenken. Aber dieses Ausgedachte innerhalb ist was Ausgedachtes. Auch hier haben wir die zwei Seiten. Und existieren, das wird nie etwas fühlen oder empfinden können oder sehen können. Es wird so sein, wie ich es mir ausdenke. Dann soll ein ausgedachtes Auge kann so viel sehen wie eine Kamera. Ich mache immer dieselben Sätze. Wieso? Weil du das noch nicht verstanden hast. Es wird sich ja in dir nicht wiederholen, wenn du es verstanden hättest. Wenn du nämlich jetzt zum Beispiel verstanden hättest, dass es keinen Sinn macht, dass du dich über irgendwas ärgerst, weil das ja an dem, worüber du dich ärgerst, nichts verändert, sondern durch deinen Ärger fühlst du dich scheiße. Deine Logik sagt doch immer, das ist mein Autokratzer oder Geld oder irgendwas, das ist daran schuld, dass mir scheiße geht. Nein, du hast einen Gedanken, einen leichten Haufen an Gedanken, du resonierst und du erzeugst doch das Gefühl, das du fühlst. Udo, ich bin jetzt gerade mal die Mario und bin immer in den Schatten rein. Ja, mach ich doch glatt. Auf jeden Fall, wenn du die Sinnlosigkeit, wie oft hast du das gehört, BC? Wie oft haben wir das schon wiederholt? Ich sage jetzt extra mit dem BC-Programm. Wenn du die Sinnlosigkeit von Ärger erkennst, wenn du als Geist, dass der Geist da ist, dann wird es weg sein. Wenn sich das immer wiederholt, fällt der Geist, der das erkennt. Und du bist noch voll in dem Denken. Scheiße, Job, Bratislava fahren, super, klasse, klasse. Und dann macht es 10, 20 Mal hintereinander und irgendwann hängt es da zum Hals raus. Das ist immer wieder, ich sage, der normale Mensch will immer das, was er nicht hat. Das, was ich früher gesagt habe, wie er sein Geschäft noch gehabt hat, kann sich doch noch erinnern? Da war es noch recht klein, ne? Wie lange ist jetzt das schon? Und dann habe ich immer wieder gesagt, beim BC, das ist ganz irre, du kannst rein, wenn du willst. Das ist, du willst das. Hat er keine Arbeit, jammert darum, oh, ich habe nichts zu tun, ist nichts zu tun, so eine Scheiße. Ist richtig viel zu tun, oh, habe ich einen Stress. Ich sage, kann ich dir denn gar nichts recht machen? Das ist das Problem. Da habe ich noch meinen Nachbar, die Schubertz-Uni, wie ich noch in Ellingen war, am Balkon, das war so schön, die Frau war so negativ. Die war unter uns der Balkon. Die war aber wirklich so der totale Hammer. Da ist hier Sonnenschein, 3-4 Wochen Sonnenschein. So eine scheiß Hitze, man kann saufen, so viel man will und alles schwitzt man wieder raus. Und dann fängt es zum Regnen an und es dauert keine 4-5 Tage, wenn es regnet. So ein Scheiß mit den ganzen Tag schifft's wie die Sau. Das ist genau das Prinzip. Ach, der immer.